Hallo Welt, ich habe neue Nachrichten für euch. Erstens, ich habe wieder eine Glatze. Und zweitens, ich bin wieder in Gosseck. Wuhu, was ist das denn? Wuhu. Gott, mir wird schlecht. Heute ist der 21. Juni. Sommersonnenwende. Und dort wird in genau einer Stunde die Sonne aufgehen. Auch dieser Hall! Dort wird in einer Stunde die Sonne aufgehen. Jetzt haben wir es 4:35 Uhr. Bei 5:35 Uhr rum wird die Sonne aufgehen. Und genau zwischen diesen Holzbalken dort stehen. Wenig. Und das ist genau der Grund, warum ich heute hier bin, nämlich eine Woche gequält habe, um den Schlafrhythmus zu halten. Damit ich nur für euch hier sein kann. Zu irgendwelchen Wänden in diesem Kreis. Wer nicht weiß, was Gosseck ist, schaut sich nochmal meine ersten Gosseck-Videos anzusehen in meiner Gosseck-Playlist. Habe ich eigentlich eine Gosseck-Playlist? Egal, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich drehe in einer Stunde nochmal, wenn es ja hell wird. Tüdelü. Jetzt ist es 5:01 Uhr. Keine Sonne weit und breit. Da geht sie langsam auf. Man kann sie auch nur ganz schwach erfassen. Mit ihrem Handy geht das besser. Genau, ich filme, wie ein Handy filmt. Sie genau dazwischen. Wie viel Uhr haben wir uns jetzt ungefähr? 5:09 Uhr. 5:09 Uhr schon. Ich hätte eigentlich erst 5:20 Uhr aufgehen müssen. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos davon. Aber Leute, was sagt ihr? Genau da ist die Sonne dazwischen. Kann man sehen? Kann man sehen? Genau da. Vier Etappen zwischen vier Schlitzen, ich weiß auch nicht, was sie bedeutet. So wie man steht. Zwischen den Balken ist nur, wenn man auf der Erde hockt. Warum auch immer.
Jetzt ist es 5.21 Uhr. Jetzt spätestens jetzt wäre die Sonne entweder am vierten Ding, links, ganz links, oder halt über diesen Stift da. Aber jetzt ist sie weg, weil Wolken sind. Das ist doch echt zum an die Wand koten. Aber ich hoffe, die bisherigen Bilder waren gut, die ich für euch eingefangen habe. Und wenn ich sie nicht schon zwischendurch mit eingeblendet habe beim Videoschnitt, spannend übrigens, wenn ich die Bilder nicht jetzt schon mit eingeplant beim Videoschnitt, dann schneide ich sie jetzt noch hinten dran. Ich habe da auch Fotos gemacht, die sind ein bisschen stärker in der Auflösung. Meine Freundin und ich betreiben übrigens Picknick. Sie auf ihrem Kopf. Das müssen Sie jetzt in einem Kommentar beantworten. An was denn? Wir haben nur Rohkost. Rohkost, stimmt. Okay. Und hier haben wir noch einmal. Das Problem ist, dass mein Körper das nicht mitmacht, dass ich jetzt einfach mal bis zum Abend. Okay, stimmt. Alkoholfreien Wein, dazu wäre ich noch gekommen. Moment. Sommersonnenwende aufhören. War dort. Sommersonnenwende Untergang wäre dort. Echt dort? Zwischen diesen engmaschigen Ritze da rum, ist das so engmaschig dort. Und weiter ein bisschen, ja, jetzt geht's. Aber genau da, wo der Fall ist, ist engmaschig. Wir könnten postulieren, dass das nicht absolut akkurat ist auf Nanomillimeter genau. Ich habe nicht verstanden, warum die Sonne nur zu sehen ist, wenn ich hocke zwischen den Balken. Und die brauchen sie schon sehr, sehr früh über den Balken. Ist egal. Jetzt ist sie weg. Aus dem Wort wieder von Menschen belästigt, der Schreck. Menschen. Hier waren Menschen. Ja, was sind denn diese Menschen, oder? Ich weiß es nicht. Uns gestört. Die haben uns gestört bei unanständigen Dingen. Da haben sie uns erwischt. Bei komischen Sachen haben sie uns erwischt, diese Menschen. Ja, sie kamen in die Ecke und haben sehr gelacht. Außer haben sie jetzt nicht gehört. Schrecklich. Mega. Schrecklich. Sollte jeder einmal im Leben erleben. Und auf seiner To-Do-Liste haben. Richtig. So, Leute. Jetzt haben wir 7.13 Uhr. Wir sind immer noch hier. Da hinten ging die Sonne auf, direkt neben Vanessa ging die Sonne auf. Und Sommersonnenwende, und da geht sie dann nachher unter. Aber den ganzen Tag bewölkt. Ein Schelm, der Böses denkt, da hinten sind ein paar Strahlen, die durch die Decke kommen. Die Wolkendecke. Ich weiß nicht, wie gut man das alles sieht. Mein Handy ist ein bisschen dunkel eingestellt heute. Es regnet schon seit Tagen. Gewittert. Ja, dafür hat man doch gewaltiges Glück, dass heute früh für einen kurzen Moment. Da hinten ist übrigens ein kleiner Hain. Dass heute früh für einen kurzen Moment tatsächlich keine Wolken hatten, da wo die Sonne stand. Und diese Bilder erwischt haben. Ja. Ich mache hier noch ein Foto von. Und dann sind wir endgültig weg. Bei 8.15 Uhr.